Die Ukraine hat heute eine mögliche Offensive angekündigt. Der genaue Zeitpunkt soll von den Lieferungen westlicher Waffen abhängen, heißt es aus Kiew. Die NATO unterstützt das Land ja im Kampf gegen den russischen Angriff. Auch Schweden und Finnland wollen dem NATO-Bündnis beitreten. Bisher sträubt sich aber die Türkei dagegen. Schweden tue nämlich zu wenig gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, heißt es von türkischer Seite. Nun kommt Bewegung in die Causa. Der schwedische Geheimdienst räumt Terroraktivitäten der PKK ein. Schweden macht offenbar Zugeständnisse. Die verbotene Arbeiterpartei PKK unterstütze von Schweden aus terroristische Aktivitäten. Zu der Einschätzung kommt der schwedische Geheimdienst. Dabei könne es sich um Terrorfinanzierung handeln. Genaue Summen werden aber nicht genannt. Im vergangenen Sommer hatte Schweden der Türkei einen verstärkten Einsatz gegen Terrorismus zugesagt. Ziel ist, dass auch die NATO-Beitrittsgespräche mit der Türkei letztendlich zum Erfolg führen. Von einem guten Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan berichtet zuletzt auch Jens Stoltenberg. I had good discussions with President Erdogan in Ankara last week. Weitere Verhandlungen sollen Mitte März folgen. Doch der NATO-Generalsekretär wird sich auch noch mal mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán unterhalten müssen. Denn auch Budapest hat dem Beitritt der nordischen Länder zum Militärbündnis noch nicht zugestimmt.